Hallo und willkommen zurück zu Elite Force 2. Und... Oh. Finde ich nicht so gut. Oh, und ich wurde recht gut getroffen von denen, sehe ich gerade. Hier ist wieder irgendwo ein beschissener Scharfschütze. Den kann man ja auch immer nicht so gut ausweichen. So, du bist weg. Und... Ich sehe niemanden. Oh, ich stehe wohl in der Lava. Mann, ich habe mich doch gerade aufgeladen. Ah, shit. Hä? Ach, hier. Oh, der braucht damit auch noch einen Schuss. Na, verdammt. Romulaner, ey. Finde ich voll komisch, die Typen. Ich wollte noch meine Waffe aufladen. Verdammt. Ja, jetzt können die auch noch fliegen. Also gut, konnten sie ja vorher auch schon. Ich finde das nur... Der Commander. Commander Shepard. Ich finde das nur komisch, wie das so von den... Von irgendwelchen Viechern, die auf einen, die einen angegriffen haben, zu den Idril und dann zu den Romulanern gegangen. Ach nee, und ja, und zwischendurch noch der Ferengi. Mann, der Typ, der kotzt mich ja richtig an, ey. Der bleibt halt auch immer irgendwo an irgendeiner scheiß Ecke stehen, beziehungsweise hängen. Och, immer ist da eine Wand. Ich finde das dumm, wenn man nicht mal ausweichen kann, irgendwie. Macht da gar keinen Sinn. Oder nicht wegkommt, weil die einfach viel zu schnell sind. Hallo? Rutsch halt mal runter. Ich glaube, das ist leer. Ja. Sieht nicht gut aus für mich. Nee. Scheiße. Dann treffe ich nicht. Sollte meinen, dass der Raketenwerfer ein bisschen mehr Schaden macht. Ich weiß nicht, ob das denn so eine gute Idee ist. Ob das so gut Schaden macht. Sieht irgendwie nicht so aus. Oh, was ist denn das nur? Man schießt doch halt. Achso, es ist leer. Da verstehe ich nicht, warum man nicht einfach von sich aus wechselt. Richtig auf die Eier. Aber so richtig. Und dass der einfach an jeder Ecke und Kante hängen bleibt. Ich weiß gar nicht. Ob ich da hinten nochmal hin kann. Ich bleib mal. Sehr gut an.
Bin ja fast tot. Was ist denn das nur? Schrost aus. Bin auch an einer sehr geilen Stelle gespeichert. Sagen, sieht das jetzt ganz gut aus. Sieht nicht gut aus. Er hat einfach auch viel zu viel Leben. Guck mal, hier ist... Ah, shit, Mann, das ist auch leer. Verstehe nicht, warum der hier dann so langsam runterrutscht. Warum? Achso, weil er leer ist. Ich verstehe auch nicht, warum der jetzt nicht einfach die scheiß Waffe wechselt. Ja, also plus kämpfe ich dann mit dem Phaser gegen. Oh, der... Scheiße, Mann, der war fast tot. So, ich muss mal den Zaun ein bisschen runterdrehen. Geht mir gerade richtig auf die Eier. Dadurch höre ich zwar jetzt gar nichts. Da ist noch was drin. Sehr gut. Dann hast du diesen. Ja, so ein blöder Penner, ey. Reicht ja nicht, dass der das letzte Mal war. So. So, wieder ein bisschen laut machen. Oder überhaupt Musik anmachen. Oh nein, ein Bird of Prey. Wer hätte es gedacht? Der wird doch nicht auf Kollisionskurs gehen. Oh nein, Zweier. Romulanisches Schiff enttarnt sich. Rufen Sie sie. Föderationsschiff, Sie haben das Abkommen gebrochen, als Sie in die neutrale Zone vorstießen. Wir haben Sie wegen eines Notfalls bereist und beabsichtigen, eine Vernichtungswaffe der Idril zu zerstören, die auch die Hauptkontrolle genannt wird. Erklären Sie das. Wir übermitteln Daten über die Waffen und über einen geplanten Schlag gegen die romulanische Regierung durch die sogenannte Freie Krone. Exomorphe? Sehr interessant. Aber ich habe keine Angst vor Vernichtungswaffen in den richtigen Händen. Nur wenn Ihre Loyalität dem Krieg gegenüber höher ist als die Ihrem Volk gegenüber. Diese Waffe hat das letzte Imperium, das sie besaß, zerstört. Nur weil die Idril die Waffe nicht unter Kontrolle hatten, bedeutet das nicht, dass uns das auch geschieht. Hat der große Picard am Ende Angst? Angst? Ja, ich habe Angst. Um das romulanische Volk, wenn Sie der Freien Krone die Kontrolle über das Imperium überlassen. Ich verstehe. Commander Soldok meldet, dass seine Hauptkontrolle keinerlei militärischen Zwecken dient. Ich schlage vor, dass Sie seine Ehrlichkeit und Loyalität überprüfen. Untersuchen Sie die Einrichtung. Nun gut, ich werde ein Team zur Analyse runterschicken, aber wenn Sie Unrecht haben, PK, werden Sie uns Ihr Eindringen in die neutrale Zone erklären müssen. Und wenn ich recht habe, liegt eine schwierige Entscheidung vor Ihnen. Lieutenant Monroe, die Romulaner schicken ein Team, das Soldoks Aktivitäten überprüfen soll. Sie werden vielleicht nicht bereit sein, Ihnen zu helfen, aber sie bieten dennoch eine nützliche Ablenkung. Verstanden, Sir. Sie beamen sich gerade herein. Unsere Antworten liegen in diesem Komplex. Los jetzt! Sie werden den Zorn der Freien Krone zu spüren bekommen. Feuer erwidern! Vernichten Sie die Rebellen! Thank you.
Ja, einfach toll, wenn es in jeder Rasse Splittergruppen gibt. Ach, schon wieder sowas. Stoppen Sie den abtrünnigen romulanischen Commander. Commander. Heute ist der Tag, an dem die freie Krone ihr Gesicht zeigt. Heute ist der Tag, an dem wir dem Senat zeigen, dass unser Weg der einzig wahre ist. Ja gut, ich hab's vergessen, was ich sagen wollte. Scheiße. Aber immer diese Leute, die dann sagen, oh ja, die haben es nicht hingekriegt, da werde ich das hinkriegen. Denn wir sind cooler. Statt sich selber was zu bauen. Ach so, was ich nicht ganz verstehe, wenn es neutrale Zone heißt, wieso ist das dann schlimm, wenn da jemand einfach so reinfliegt? Ich meine, es ist doch neutraler Boden, kann er doch rein, oder nicht? Sie können uns nicht aufhalten. Wir sind die Zukunft des Alpha-Quadranten. Ach, immer dieselbe Erzählung. Die Quatsch, da wollte ich sagen. Aber ihr wisst sicher, was ich sagen wollte. Boah, woher? Eigentlich können das gar nicht wissen. Oh Mann! Oh, was war das? Tja, damit bin ich schon wieder fast tot. So, wie komme ich denn jetzt hier weiter? Oder muss ich hier hoch? Dann treffen die auch jedes Mal. Und ich halt nicht. Schön hinten hin und schießen. Super, mit einem Schuss tot. Warte mal. Hier war doch noch. Wow. Das geht jetzt aber schnell. Wow. Hier. Ja, also fühle ich mich doch schon ein bisschen sicherer wieder. Außer es kommen jetzt wieder alle Gegner, weil ich einfach so. Na, Kacke, Mann. Ich wollte sagen, weil ich zurückgelaufen bin. So ein Scheiß. Ist der abgesunken? Scheiß Stein, ey. Wieso eigentlich das Scharfschützengewehr schon wieder? Oh, ihr wollt mich wohl verarschen, Mann. Geh ich halt hier lang. Scheiße, geht nicht. Mann, hör doch mal auf. War das nicht drei vorhin? Dachte ich. Schön, dass ja alles schon kaputt geht. Bleibt standhaft! Wir werden Herrscher eines neuen Ordens sein! Ja, ja. Können Sie es nicht wahrhaben? Wie denn, was denn, wo denn? Eigentlich sind die ja diejenigen, die besiegt wurden und es nicht wahrhaben wollen. Wieso können die sich hier direkt reinbeamen und wir uns nicht? Hätten wir uns da nicht auch bis in der Hauptkammer vorbeamen? Mann. Mann, jo. War doch vorher nicht so schwer. Jetzt bin ich. Wo bin ich denn? Ach, hier. Ach, siehst du, da hätte ich mich ja nochmal aufladen können. Ich Depp. Ich würde ja die Schrotflinte gerne nehmen, aber die ist ja hier irgendwie nicht. Mit in der Mission.
Stoppt ihn! So geht's auch. Hä? War das nur der eine? Tatsache. Ihr seid gar nichts. Ihr seid scheiße. Und tot. So, weiter geht's. Ich hier wie so ein Rambo-Terminator. Einfach langrenne. Das Geilste ist, die zwei Teammitglieder, die sind gleich am Anfang schon kaputt gemacht worden. Völlig nutzlos. Und der große Klingone hier. Ich bin so gut. Und der Monroe, der ist so schlecht. Und jetzt metze ich hier einfach nur hunderte von Leuten ab. Und das ganz alleine. Fast schon unrealistisch. Aber noch was. Scheiße. Oh. Ich wollte gerade sagen, zum Glück haben sie mich nicht getroffen, aber... Tja. So. Ach, Mist. Nein, Mann! Du warst doch dumm. Oh, Scheiße. Nee. Jedenfalls nicht von euch. Bisschen overkillt. So, wieso kann ich denn hier auch runterfallen, Mann? Wieso? Ist hier noch einer jetzt? Muss ich da rüber? Und ich habe so einen Sniper von irgendwo. Von da oben. Ich habe so das dumme Gefühl, dass der Kommandant ganz, ganz scheiße wird. Weil ich einfach zu wenig Leben und Munition und überhaupt alles haben werde. Irgendwie finde ich auch, da liegt ein bisschen zu wenig von dem Ganzen rum. Mann, hör halt auf. Da hat sich doch gerade... Ach so, nee. Das war das Ding. Obwohl, Scharfschützengewehr hebe ich mal auf. Das ist, glaube ich, alles dieselbe Munitionsart. Meine Lieutenants haben berichtet, dass es nur noch einen weiteren Ja, und das ist genau der, der am meisten Schaden macht. So ein Trottel, ey. Nee. Hallo. Die sollten einfach ein paar mehr Ecken einbauen, dann hätten sie, würden sie mich ja total aufhalten. Auch schade, dass man die Waffen von den Föderationseindringling tötet, wird in den inneren Kreis der freien Krone erhoben. Tötet ihn jetzt. Do it now. Gut, ich habe schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. Perfekt. Das ging alles vorbei. Können die sich nicht irgendwie selbst in die Luft springen? Ach so. Es wäre schön, wenn die die Waffen fallen lassen würden und ich könnte das einsammeln. So, aha, hier kann ich das Level verlassen.
Ich weiß ja nicht, ob ich das gut finde. Hallo? Geht es jetzt hier weiter? Ah, hier. Gar nicht gesehen. Puh. Ich glaube, sie. Ja. Und wie es hier weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.